Die Oranienstraße gehört zu den bekanntesten Straßen des Berliner Ortsteils Kreuzberg und wurde nach dem niederländischen Fürstenhaus Oranien benannt. Sie ist die wichtigste Geschäftsstraße im sogenannten SO36-Kiez und gilt mit den umliegenden Straßen als eines der wichtigsten Areale des Berliner Nachtlebens. Hier befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Bars und Clubs. Architektonisch unterscheidet man sie zwischen zwei Bereichen. Der Abschnitt zwischen Görlitzer Bahnhof und Moritzplatz ist fast durchgängig Altbausubstanz aus der Gründerzeit. Westlich des Moritzplatzes findet man hauptsächlich Neubauten aus der Nachkriegszeit, da dieser Bereich im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde. Am Beginn der Oranienstraße im Haus Nummer 6 arbeitete zwischen 1944 und 1945 Konrad Zuse, der Erfinder des Computers. Hier entwickelte er die Rechenmaschine Z4, die als erster Computer in Massenproduktion hergestellt werden sollte. So kann der Hinterhof der Oranienstraße 6 als eine der Wiegen der Computertechnologien angesehen werden. An der Brandwand des Wohnhauses Oranienstraße 195 befindet sich das Wandbild Astronaut-Kosmonaut des französischen Street-Art-Künstlers Victor Esch.